Vor Ihnen steht der neue EU-Sicherheitskommissar. Frau Präsidentin von der Leyen hat mir das Portfolio für innere Sicherheit und Migration der Europäischen Kommission übertragen. Und diese Aufgabe ist auf der einen Seite natürlich von großer Bedeutung für die Europäische Union, ist aber auch auf der anderen Seite eine große Herausforderung und ist auch ein Vertrauensbeweis gegenüber meiner Person auf der einen Seite, aber auch gegenüber der Republik Österreich insgesamt. In meinem künftigen Aufgabengebiet geht es um die innere Sicherheit der EU-Mitgliedstaaten und auch um die äußere Sicherheit natürlich. Und es geht auch um eine klare Unterscheidung zwischen einer notwendigen Migration, die für den Arbeitsmarkt wichtig ist, wenn es um den Zuzug von Fachkräften geht, für unsere Wirtschaft, und auf der anderen Seite der Kampf gegen die illegale Migration.